Herrn Danne, ich bin der Objektleiter hier von der Notunterkunft in Kirching und sorge dafür, dass wir einen reibungslosen Ablauf haben. Sorge dafür, dass unsere Bewohner ein Dach über dem Kopf haben, dass sie Essen haben, dass es ihnen gut geht und habe täglich 1 Million Fragen zu beantworten. Zentrale, hier ist unheimlich viel administrative Arbeit, Organisation. Man kann sich vorstellen, dass die Anzahl der Bewohner einfach sehr viel Organisation benötigt. Das fängt an Dienstpläne, das geht über Controlling und die Umsetzung letztendlich, dass es unseren Bewohnern gut geht. Was machen wir jetzt? Ja, auch. Wir hatten aber eine ganz tolle Veranstaltung zusammen mit der Polizei und der Gemeinde und Streetworkerin hier in Kirching, die genau diese Sachen angesprochen haben. Okay. Nein, es wird komplett abgedunkelt. Wir haben ein bisschen Licht für uns im Büro, eine Lampe. Ansonsten ist hier ab 22 Uhr. Ab 20 Uhr, glaube ich, wird sogar gedimmt, ne? Grundsätzlich Ruhe, aber bei 278 Menschen haben sie immer mal einen. Der klingelt das Handy, er hört Musik. Es wird gelacht, es wird getan. Die Menschen leben. Wir haben Frühstück ab 8. In der Regel machen wir um 19:30 das Licht an. Dass sie dann so langsam wach werden und haben festgestellt, sie schlafen doch ganz gerne ab. Und dann geht es mit dem Frühstück los. Okay. Semmeln, diverse Aufstriche, Wurst, Marmelade, ja. Milch, Kaffee, Tee, Milch für die Kinder und Uhren, selbstverständlich finden auch hier unterwegs Einheiten statt. Grundsätzlich versuchen wir aber die Menschen so ein bisschen aus der Halle heraus zu bewegen. Zum einen, dass sie einfach mal rauskommen. Man könnte sich vorstellen, wenn 200 Menschen in der Turnhalle leben, dass es ganz förderlich ist, wenn die Menschen raus an die frische Luft kommen, einfach Bewegung haben und einfach neuen Input bekommen. Und bei 8 Personen, die hier sozusagen vor Ort von uns sind, ist auch mal möglich, dass sozusagen einer mit einer Gruppe von 10 mal in den Ort reingeht oder mal zum Fußballplatz oder etc. Also die Menschen sind hier eigenverantwortlich. Es gibt keine Pflichten, außer die Pflichten, die sich vielleicht ergeben, wenn man in einer Gemeinschaft lebt. Was manchmal, ich denke mal, Sie kennen das aus der Jugendherberge, manchmal ein bisschen holprig sein kann, aber durchaus möglich und machbar. Das wird alles erledigt. Die Verkehrsflächen werden soweit gereinigt, aber die, ich sag mal so, die einzelnen Räume, was wir jetzt auch sozusagen bekommen, die werden eigentlich schon von den Bewohnern selbst eigentlich fast sauber gehalten. Also. Ja. Hier haben wir sozusagen jetzt die Herrentoilette und die Herrendusche. Ja. Genau. Dann wollen wir da mal reingucken. Genau. Vielleicht brauchen wir nicht. Hallo? Okay, geht. Ist jetzt gerade keiner da? Außer die Dame, die jetzt gerade sauber macht. Aber es ist sozusagen jetzt die Dusche, muss ich sagen, bei der Frequentierung von 150 Personen, also von, sagen wir mal, die Hälfte Männer, also bei 70. Das sind 3 Duschen für uns? Nee, wir haben noch weitere. Und es war noch keiner dabei, der also explizit zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich bräuchte jetzt mal meine Ruhe. Natürlich ist es eine große Halle, aber ich kann mich bis jetzt noch an keinen Fall erinnern. Sozusagen vor externen Einflüssen dann so ein bisschen schützen und die Privatsphäre gewährleisten können. Und gerade Besucher, dass sich die auch einfach anmelden, dass wir wissen, das ist immer sozusagen im Worst Case, wenn der Brand oder wenn was ausbricht oder die Feuermelder, müssen wir der Feuerwehr Rechenschaft ablegen, wie viele im Haus sind. Und wenn wir dann die Besucher nicht dokumentiert haben, ist das natürlich nicht so optimal. Hallo, I'm Mohammad Sayed Mohammad Husseini and I'm from Afghanistan. Yeah, I'm here with my family, two brothers, one big brother with his wife, and one little brother and my sister, my parents. No, since 2 months, it's a good camp and with good securities, with good men, and yeah, they care about us. How are you?